sehr, sehr vielseitig. Das heißt, ich muss schwimmen können, ich brauche ein Ballhandling, ich darf keine Angst vor Körperkontakt haben. Weil Wasserball doch eine körperbetonte Sportart ist, ich komme mit meinem Gegner in Berührung. Ich muss mich generell einfach im Wasser wohlfühlen einmal. Wir brauchen fürs Schießen, fürs Passen, müssen wir die Hände frei haben. Das heißt, wir müssen uns wirklich mit den Beinen über Wasser halten. Es ist auch wieder eigentlich separates Krafttraining für die Beine im Wasser, verschiedene Übungen und so. Und dann sollte man noch eben passen, schießen können. Und später, wenn sie dann älter sind, braucht man auch Taktik. Richtig ausgelernt ist man im Wasserball eigentlich nie, weil es gibt immer was Neues zum Dazulernen, irgendeine Taktik und irgendwas ist immer da. Ja. Ich bin der Richard Kössler, komme aus dem Schwimmsport. Habe als Bursche habe ich angefangen mit dem Schwimmen beim DWV. Mit der Zeit habe ich immer gesehen, neben uns trainieren die Wasserballer. Und bin dann in jungen Jahren, so mit 18, 19, zu den Wasserballer übersiedelt. Hat mir mal Spaß gemacht und es ist immer mehr geworden. Und aus dem Ganzen heraus ist im Jahr 90 der Wasserballclub Tirol entstanden. Das heißt, ich bin auch Gründungsmitglied vom Wasserballclub Tirol. Ich bin auch geprägt durch den DWV, wie wir den Verein gegründet haben, zum ASFE, als Dachverband eingegliedert worden, haben uns einschreiben lassen damals. Und seitdem sind wir Mitglied vom ASFE, haben zahlreiche Unterstützungen auch vom ASFE erhalten. Wir konnten in diesen Jahren, diese 34 Jahren, sehr viel Erfolge feiern. Wir haben unseren Fokus dann nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch in den Nachwuchs gelegt. Jetzt umso mehr für den Nachwuchs, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele Kinder die Schwimmkenntnisse auch fehlen. Und da wollen wir auch als Verein den Hebel ansetzen mit Schwimmkursen und dann natürlich schauen, dass wir sie für unseren Sport Wasserball, das die älteste olympische Sportart ist, begeistern können.